Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Gucken wir uns das doch mal weiter an hier, was wie es weitergeht. Eure Häuser gehören uns! Euer Leben gehört uns! Eure Frauen gehören uns! Alles gehört der Vox! Ja, oh. Können wir mit mir das an so Waffen den Druck machen hier oder so? Da kommt Frau Martin. Jetzt den dann. Besser. Ding gemacht. Gefoltert oder was? Das ist ja schon mal wieder was hier. Okay, sonst hätten wir die gefoltert hier, ne? Gefangenemäßig so. Ah, da muss ich sowieso hin, das kommt später. Jetzt soll ich erstmal gucken hier. Ob wir hier noch so alles abgreifen können. Oder ob wir vielleicht noch einen Gegner rumkriegen, weil die eine Liedkürzung noch so haben, ne? Ja, Salvengeschütz. Das wäre es jetzt gewesen eigentlich, ne? Das hätte das Ganze ein bisschen einfacher gemacht und angenehmer, aber na gut. Oh, wer? Reicht das aber bald, oder? Sorry. Verbrenne den Verräter! Was zur Hölle? Von wo? Haben wir es jetzt? Kommt noch eins. Jetzt reicht's aber echt mal hier. Das ist doch nicht normal, ey. Kann ich hier hoch? Anscheinend nicht.
Beziehungsweise irgendwie wahrscheinlich schon, weil da liegt irgendwie was. Ja, da oben mit dem. Oh, muss kurz ohne mich gehen, ne? Ich gehe. Oh, das ist kein Problem. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Oh, sehr schön. Gehen wir mal her mit den Kohlen. So, kann ich jetzt in Ruhe hier? Oder gibt's hier wieder Stress? Ja, sieht so aus, als wenn wir dürfen, ne? So, da sollen wir hin, also können wir hier erstmal gucken. Oder kamen wir von hier? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich meine, fast ja, ne? Weg, Corona, ja, nicht so richtig. Nicht so richtig wirklich, aber das ist auch nicht schlimm. Wir looten hier jetzt einfach. Ruhe durch ihn. So die Truhe da drauf, ich würde sagen, jetzt steht aber am Schreibtisch. Kackalbern. So. Ja, gut. Auch nicht gut. Und da sind wir wahrscheinlich gekommen, ne? So. Dann gibt es hier noch einen Raum. Boah, ich kann von hier den Schreibtisch durchsuchen. Das macht Sinn. Entdecke da jetzt doch deutlich mehr Bugs, als mir eigentlich beim eigentlichen einmal durchspielen mal aufgefallen sind, ja? Geschafft. Oh, Monet drin. Und schon Boxabdruck. Das Lutessfeld umgab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast, von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam, aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Da heißt es eigentlich Gatling Gun, ne? Ach, die hängt dann hier an der Wand, oder wie? Na, so hätte ich mal Munition für das Ding verschaffen können, ne? Naja, zu spät. Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß, ne? Das sagt man so schön. Mich nochmal in Ruhe umgucken, ne? Ganz kurz mal eben. Was gibt's denn hier vielleicht noch? Da gab's Müsli. Hier war ich irgendwie dann schon mal. Na gut, dann. Weiter geht's. Das geknackt? Das dürfte schnell gehen. Fertig. Elizabeth! Bitte sehr! Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? In der Tat, ich habe jetzt alles durchsucht. Schon dabei.
Ich gleich erstmal einen Frachthaken, damit komme ich dann da wahrscheinlich irgendwie hoch. Verkaufsautomat. Mit dem Schaden ist immer eine gute Sache. Hier ist etwas Geld. Ja, dann. Dankeschön. Munition, ja, wobei können wir in der Tat gerade gebrauchen für die Schrotflinte, ne? Na komm, ja, mach mal auf hier. Warum das Buchs? Erledigt. Ich finde mal hier irgendwo ein bisschen Health. Sieht nämlich ganz schön düster aus gerade, ne? Noch mal sterbe. Ausrüstung. Nahkampfangriffe machen Ziele kurzzeitig verwundbar. Nehme ich nur mal mit. Das passt dann schon. Kasse ist immer gut. Brauchen Salz sind wir jetzt nicht so doll. Mein Helm vor weit unten ist. Noch ein Rucksack bauen. Herz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutessfeld zu Lutessriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Ich schleiche hier rum, Freunde. Ich schleiche nicht. Ich erfülle meine Aufgabe. Oder sowas. Er hat sich eingeschlichen, als die Wacht den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen. Aber... Was soll denn die Bar sein? Ich bin wie zuletzt in der Nähe von der Bar. Ich mach dich nicht! Ich lade nach! Bloß nicht auf den Keks, Freunde. Wie das Buch in die Bar. Wo soll die denn sein? Hier gibt's gar keine Bar, oder? Ich bin mir sicher, ich war vorher schon mal irgendwo bei einer Bar, aber hier kriegt doch schon wieder einer rum, ne? Mega. Ich laufe dann nochmal sicherheitshalber einen Schritt zurück. Hier kommt noch einmal ein Riss auf.
Verbandes Kasten. Gucken, ob wir da nochmal eine Bar finden. Weil ich glaube, hier gab es diese Tickets. Ja, hier kommt gerade mal der Waffenautomat. Schützt uns, falls hier wieder was spawnt an Gegnern. Sieh einer an. Das ist eine Bar. Untersuche die Bar. Wenn ich noch ein bisschen Moneten um. Unter der Kasse sein. Aha. Ja, das nehmen wir noch mit. Das war jetzt easy. Wirklich? Ja. Oh, dann gibt's doch nochmal Gesundheit. Ich kenne sie. Hat in der Bahn der Houston Street bedient. Dachte ich mir. Wieder dieser Adlerkopf, ne? Holy shit. Press to generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Zurückschleudern, okay. Hold and release to create an explosive trap. Interessant. Alles klar. Da gibt's Lockpicks. Ja, dann kriegen wir die wenigstens wieder zurück. Hier gibt's noch einen Rucksack. Du wurdest in eine neue Realität überführt, Bruderherz. Aber dein Körper wehrt sich mit Verwirrtheit und Blutungen gegen die kognitive Dissonanz. Doch wir sind zusammen und ich werde dich heilen. Denn was trennt uns jetzt noch abgesehen von einem einzigen Chromosom? So, wenn man sieht, gar keine schlechte Idee mit dem Ding da oben. Hm. Wir haben die sogar zerstört bekommen, ja. Oh, nicht schlecht. Na gut. Mal das Salvengeschütz zur Sicherheit. So, und nun da oben weiter. Na gut. Na dann. Fertig. Ach, hier waren wir ja eigentlich auch schon. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Als absoluten hier, ne? Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Es gibt kein Zurück. Da. Aber klar. So. Da drüber kommen wir nicht. Und hier kommen wir hin. Das ist jetzt natürlich blöd. Hat nämlich keinen Sinn. Wunderte mich gerade, was hier so rumgespielt hat, aber das ist meine Kaffeekanne. Ist nämlich gut und die hat Luft gezogen. Ja, der letzte Rest vom Schützenfest. Ja, ich würde sagen, wir machen hier ein Bäuschen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Fall von Bioshock Infinite. Bis dahin, macht's gut oder besser.